Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongo Jakob von den Frakta. Das ist mein üblicher Vorspann bei Spielen, die USK 18 sind oder vielleicht sogar indiziert. In dem Fall handelt es sich eben um Sniper Elite 3 Afrika. Das ist nicht indiziert, das ist aber ganz, also wirklich ganz deutlich USK 18. Da bin ich absolut d'accord. Die X-Ray Cam ist anatomisch gesehen unheimlich interessant, aber definitiv nichts für schwache Nerven und nicht für. Es gibt, ich weiß, es gibt auch reife 16-Jährige und es gibt extrem unreife über 30-Jährige. Nichtsdestotrotz, es steht USK 18 auf der Packung und damit bin ich der Meinung, sollten auch die Videos zu solchen Spielen nicht angeschaut werden von entsprechenden unverdorbenen, reinherzigen, jungen Menschen. Geht raus, ja, frisch Luft in die Sonne, hüpft, spielt mit den Einhörnern. Blutige, grausame Spiele und Videos dazu könnt ihr euch angucken, wenn ihr verdorbenes, altes Volk seid wie wir. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Und dem verdorbenen Pack, das so ist wie ich, dem wünsche ich viel Spaß beim Gucken von dem Video zum Spiel. Tschüss! Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Frakta und ich bin wieder in Sniper Elite 3 Afrika und ich werde jetzt in das Wahlbüro eindringen. Also viele Gegner habe ich, glaube ich, nicht mehr übrig gelassen. Längst ist mir echt schleierhaft, wie ich das organisieren soll, dass der Tod von den Wahlen aussieht wie ein Unfall. Ach, warte mal. Ja, no, das war jetzt nicht unbedingt so der Knaller. Nö, das führt jetzt auch nicht zum Ziel. Ja, genau. Sind gar nicht begeistert, dass Valens Visage überall hängt. Oder von seiner Basis. Oh, einer von ihnen geht heute Nacht nach Berlin mit Valens wertvollem Notizbuch. Und wer wird das sein? Ich weiß nicht. Hab nur mitbekommen, dass sie sich später treffen. Vielleicht um zu entscheiden, wer dem Führer das Notizbuch als Geschenk überreichen darf. Ich hätte vielleicht die Leichen wegräumen sollen, dann wäre die Szenerie nicht ganz so lustig gewesen. Hat sich verletzt. Dieser Mann ist mein Ziel. Ach, wie geil. Da laufen sie unten an den ganzen Leichen vorbei. Ich sollte verborgen und leise vorgehen. Ich glaube, dafür ist es jetzt auch zu spät. Das Thema haben wir hinter uns gelassen, wie wir mit dem Sturmgewehr wild marodieren durch die Basis gezogen sind. Aber
Danke für den Vorschlag. So, wo soll ich jetzt wissen, wer der Richtige ist? Ich klicke jetzt einfach mal den da an. Ich habe das Ziel gefunden. Okay, Glückstreffer oder ist es da wirklich der Richtige? Sind die Vorbereitungen abgeschlossen? Ja, wer von uns soll fahren? Ich werde fahren. Richten Sie den Führer aus, dass wir gemeinsame Sachen machen. Wir alle werden uns in dem Rosonnen Valens Verrat ein Ende gesetzt zu haben. Dann richten Sie los. Sie finden sein Tagebuch am vereinbarten Ort. Sollte vielleicht runtergehen. Wobei, von da oben habe ich sie eigentlich alle drei ganz gut so einen Klick. Ja gut, aber wenn der da hinten jetzt abhaut. Nicht leicht. Der steht auch nur rum. Aha. Da war es also wirklich. Ja, da muss ich runterklettern. Weil ich den Eindruck hatte, dass das eine Offiziersintrige eben war, um halt den Wal loszuwerden. Also ich glaube, die Jungs brauche ich nicht zu durchsuchen. Also außer dem einen halt.
Okay. Ja, der kommt doch eh näher. Wo will denn der lang? Ich weiß nicht genau, wo der lang will, aber es gibt für ihn ja, wenn er durch das Lager fahren will, nicht so viel Möglichkeiten eigentlich. Der fährt gar nicht, der steht. Nee. Doch, scheinbar. Okay, da würde ich mir die eine Mine sparen, egal. Irgendwo war der Panzerschreck. War der denn da oben? Ah, das müsste ich mir mal merken. Also ich weiß, irgendwo lag noch ein Panzerschreck rum. Irgendwo in der Nähe von den vom dritten Flak, oder? Oder vom zweiten? Ach, schade. So was als ein Merk oder? Nee. Ich glaube, nee, vom zweiten war der. Hier irgendwo. Oder? Ach, verdammt. Das muss ich... Ah, jetzt kann ich hier wieder rumlaufen, weil ich keinen Bock habe, einen Panzer mit dem Linksgewehr anzugreifen. Scharfschützengewehr. Nee, hier war es doch nicht. Verflixt. Ja, aber ich kletter doch irgendwo hoch und behaken halt mit dem Scharfschützengewehr. Ja gut. Ich guck halt einfach nochmal schnell. Ich könnte schwören, irgendwo lag einer oben. Wo ich noch überlegt hatte, ob ich ihn nicht mitnehmen will. Aber wo? Ah, jetzt weiß ich es wieder. Das war hier. Also nein, hier war dieser Scharfschütze. Und ich habe den von hier irgendwo behakt. Und da stand der Panzerschreck. Ja, wenn hier der deutsche Vierer steht, dann laufe ich mir jetzt nicht vor den Rüssel. Dann muss ich drumherum laufen. Na, egal. Mach mal. Ja. Okay, so. Ich kann mir noch den Offizier durchchecken. Ich hatte ja doch was Interessantes. Geil. Der schleppt eine Landmine mit sich rum. Ja, warum auch nicht? Klar, wenn ich jetzt so, keine Ahnung, ja, Rang von dem muss man mindestens ein Hauptmann gewesen sein, nehme ich mal stark an. Oder Major, eher ein Stabsoffizier. Und wenn der durchs Lager schlendert und trifft sich mit anderen Offizieren, dann hat der immer eine Panzerabwehrmine dabei. Ja, was für einen Rang hast du denn? Zeig mir mal deinen Spiegel. Also, die Schulterklappe ist Quatsch. Ganz einfach, eine silberne Schulterklappe, die längs die Schnüre sind und nicht geflochten, also ineinander so geflochten, also wie so ein Brezel, ist Leutnant, Oberleutnant, Hauptmann. Allerdings, diese eine fette Fleck, den er drauf hat, das gibt's nicht bei der Ranggruppe Leutnant bis Hauptmann und es wird auch keinen Sinn machen, weil warum soll so einer nach Berlin fliegen können und dem Führer berichten? Es muss mindestens ein Stabsoffizier sein. Und ein so ein goldener Klatscher könnte eben Oberstleutnant sein. Die können, unwahrscheinlich, aber nicht diesen, ja, die könnten halt tatsächlich nach Berlin fliegen. Und, aber dann stimmt eben die Schulterklappe an sich nicht. Das müsste dann so geflochten sein, so eben. Platschen oder wie das heißt, weiß ich gar nicht mehr genau. Ist ja wurscht, ne? Aber hat mich jetzt einfach mal interessiert. So. Jetzt gucken wir erstmal, was der gute Mann dabei hat. Nix. Super. Wo bin ich jetzt eigentlich? Alles klar. Auf dem richtigen Weg weiterhin. Jetzt steh doch mal auf, dass ich mal einen Überblick habe. Komm, geh da halt hoch. Eines der Vorratslager. Haufenweise Munition.
Ach so. Tatsächlich. Nein. Egal. Oh ja. Sacken wir noch ein bisschen Zeugs ein. Ich habe eh wieder das ganze Zeug nicht gefunden. Es nervt so ein bisschen, aber ich habe meistens keinen Bock, so richtig danach zu suchen. Wegen irgendwelchen Karten und Zetteln und Zeugs. Braucht kein Mensch. So, auf jeden Fall war doch... ich muss mich hier als orientieren. Genau, hier irgendwo war dieser Scharfschütze. Das muss ich auch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht doch in den Panzer reinrenne, nur von der anderen Seite. Ja. Und den Gebäude, da war ich doch. Scheiße. Weg, 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 weg. Der fährt ja doch. Hätte ich auch Minen legen können. Ah, da ist er. Nach Himmel. Hagelische Kacksteuerung. Ich kann es nicht fassen. Ich renne einen deutschen Kampfpanzer hinterher. Das ist aber tatsächlich von der Bauweise. Ich habe die Ketten nicht richtig. Doch, das sind Viere. Okay, die Kette haben wir glatzt. Was haben wir denn jetzt noch? Dynamit. Ja. Weiß nicht. Scheiß Steuerung. Aua. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie schnell kann der nachladen? So, die Kette haben wir zerlegt. Nach hinten hat er keinen MG. Ja komm, jetzt sind wir mal nicht geizig. Jetzt legen wir mal alles, was wir haben. Darf halt nicht vor ihm rennen. Nein, nicht haken, nicht haken, nicht haken. Ach, Kacke, ey. Scheißsteuerung. So, jetzt bevor er ausborden kann. Dankeschön. Schade um den schönen Vierer, aber Mission erfüllt. Ist da noch irgendein Zeugs drin? Nö. So, was nun? Panzer ist kaputt. Was damit? Ey, soll ich hier nochmal ein Scharfschützen lässt? Hä? Lass sein Tod wie ein Unfall aussehen. dämlichen Schubs oder was? Ja, bescheuert.
Sorry. Ich beziehe jetzt nochmal ein Schaf. Spiel, aber. Komm, Abmarsch. Ich habe den Panzer geknackt. Ah ja, okay. Ach, der graue Fleck ist der Typ wegen der bescheuerten Tarntextur. Ich würde sagen, dann sind wir quitt. Nicht wahr? Wenn Sie das sagen. Okay, ein optionales Ziel, keine Spielkarte, ein Kriegstagebuch, aber ja, damit kann ich leben drauf. Aus Wahls Notizbuch geht der Standort seines persönlichen Hauptquartiers hervor. Ein Außenposten an einem Gebirgspass. Aufklärungsmissionen ergaben, dass hier eine größere Einheit stationiert ist. Und die zerstörten Panzer deuten auf eine Tiger-Division hin. Wahlen muss paranoid sein, was die Sicherheit betrifft. Zu Recht, vermutlich. Nach dem Verrat in Siva. Obwohl es die Sache noch komplizierter macht, in sein Hauptquartier vorzudringen und ihn ausfindig zu machen. Er hat sich in den Ruinen eines uralten Monuments im Bergmassiv niedergelassen. Ich muss mich langsam durch den offenen Pass bewegen. Mein Gewehr wird sich über mangelnden Einsatz nicht beklagen können. Es wäre gut, ein paar Landminen einzupacken. Und vielleicht kann Brauer Ziele für mich ausmachen. Er hat einen guten Blick dafür, wo Ärger drohen könnte. Der Kasserine Pass oder Kasserine, ja. Ja gut, dann der Kasserine, also der Pass, also übrigens, das da hier kennt jeder, der Indiana Jones liebt. Aber der ist tatsächlich in Tunesien, also auf der ganz anderen Seite von Afrika. Ja, gehen wir mal rein. Ich finde die Comic so geil. Ich muss mal gucken, ob ich die Ladeschirme nicht irgendwo in der Datei finde, dann ziehe ich mir die raus. Ich finde die großartig. Okay, das sind zerstörte Matilda. Halten Sie nach Zielen Ausschau. Das ist eine kaputte britische Panzer. Jetzt gibt es kein Zurück. Kriegen Sie Schiss? Was? Ich und Schiss? Wohl kaum. Ich sehe eine Menge Arbeit für einen Heckenschützen. Gut. Ich habe gerade Stuttgart zu Fuß gesehen. Also das waren Raketen, die abgeschossen wurden. Ach so, das könnten, also das lange Rohr könnte aber auch auf ein Dings hinweisen, auf einen Churchill, oder? Das ist ein bisschen klein für einen Churchill. Naja gut, ich kenne mich mit britischen Panzern eh nicht so. Aber die Ketten sehen aus wie von einem Armee-Panzer. Aber der Turm ist britischer. Joa. Wie gesagt, ich kenne mich eigentlich mit den alliierten Panzern nur bedingt aus. Also übrigens war das auch dumm geschwätzt wieder. Es gibt keine Tiger-Division. Das ist der Brauer, der wieder heißt, der da oben herumkrabbelt. Also gerade eben noch zu sehen war in dem Bereich. Die Tiger wurden als Schwerpunktwaffe eingesetzt und deshalb wurden die in schwere Bataillone zusammengefasst.
und eingesetzt, also immer nur zugeteilt. Also es gibt keine Tiger-Division, das ist Unfug. Allerdings hatten also die Alliierten, egal welche Seite, tierisch die Hosen voll wegen den Tigern, weil weder die T-34 konnten bei Kursk den Tigern großartig irgendwas antun, noch die amerikanischen Shermans im Kasserine Pass, noch die britischen Panzer. Und deshalb haben die angefangen, Paranoia zu kriegen in den Dingern und haben überall Tiger gesehen. Selbst wenn es nur Panzer 4 waren, die halt aber eine ähnliche Form haben, wenn sie auch deutlich kleiner sind, aber dann überall wurden Tiger gesichtet. So, aber hier machen wir weiter im nächsten Video. Also ich wünsche euch noch viel Spaß. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.